So, hallo an euch alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einem neuen Unboxing-Video bei meinem Kanal. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr habt eine entspannte Zeit seit dem letzten Unboxing erlebt. Das ist ja jetzt ein paar Wochen her. Kamen in der Zwischenzeit zwei, drei andere Sachen noch. Und heute, wie gesagt, möchte ich mal wieder ein Mediabook vorstellen, das ich jetzt auch schon tatsächlich etwas längere Zeit schon im Regal stehen habe und hatte jetzt irgendwie nie, ja, ich will nicht sagen die Muße, das ist der falsche Ausdruck, aber es hat jetzt nicht gepasst, dass ich es euch einfach jetzt mal in einem Video vorstelle. Und jetzt war ja vor kurzem die Wahl in Amerika zum die Präsidentschaftswahl und irgendwie ist der heutige Film passt da erschreckend gut dazu. Ich sag mal so, Cineasten werden es sicherlich schon erraten haben. Natürlich, der Titel ist natürlich auch aufschlussreich, worum es geht, und zwar um den Film von Alex Garland, Civil War. Wann kam denn die Kinos? Anfang des Jahres. Anfang des Jahres war in den Kinos. Und ich fand den natürlich damals, als der kam, überraschend stark. Also wirklich so überraschend stark, dass ich nach dem Kino, ich sage jetzt mal, in gewisser Weise sprachlos und entsetzt war, weil sich dieser Film halt sehr realistisch anfühlt und ja, in gewisser Weise auch so einen düsteren Ausblick gegeben hat auf ein Amerika in näherer Zukunft, das gar nicht so utopisch ist, wie man vielleicht vor einigen Jahren noch gedacht hat, wo sich aber meines Erachtens doch aber dieses Amerika, wie wir es heute haben, schon auch hinentwickelt, jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ein Donald Trump wieder Präsident wird oder gewählt worden ist, der es mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ja nicht so genau nimmt, leider Gottes. Und vor diesem, wie gesagt, Hintergrund ist Civil War ein Film, der durchaus beängstigend ist auf seine Art, der auch gerade in der zweiten Filmhälfte eine Intensität hat, eine Atmosphäre besitzt, und auch von der Bildsprache her sehr, sehr direkt und auch sehr, sehr deutlich wird, in der Message, was man ausdrücken möchte. Und ja, wie auch hier drauf steht, die bisher erschütterndste dystopische Vision. Also wie gesagt, es ist ein Film, der, wie gesagt, vor 10 Jahren hätte man gesagt, also das Amerika, also USA mit dieser Geschichte hier drin, da muss man ja sonst was genommen haben. Also wie gesagt, mittlerweile liegt das leider im Bereich des Möglichen. Aber worum geht es in dem Film? Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor, die hier auf dem Mediabook steht. Das Land ist bis aufs Mark zerrüttet. Die Kriegsjournalistin Lee wird von der Kirsten Dunst gespielt und Joel vom Wagner Moura gespielt, werden Zeugen von unvorstellbaren Entwicklungen. Denn ein brutaler Konflikt droht, ein gänzlich unvorbereitetes Land in Schutt und Asche zu legen. Intensive und nicht loslassende Bilder nehmen die Zuschauer/Zuschauerinnen, hier wird es mit Sternchen gemacht, darum habe ich es abgewandelt, mit auf eine Reise durch eine düstere Zukunftsvision mit undenkbaren Folgen. Ergänzend sei noch gesagt, warum ist dieser, wie der Name ja schon sagt, Bürgerkrieg in Amerika? Weil ein Präsident, der zufälligerweise von seiner Art her und Aura an einen gewissen Herrn Trump erinnern soll oder tut, der hat sich entgegen der Verfassung für eine dritte Amtszeit aufstellen lassen, hat quasi sich auch entgegen der Verfassung also ein drittes Mal zum Präsidenten wählen lassen,
Und aufgrund diesen Hintergrundes haben sich einige Bundesstaaten in Amerika, und das ist auch so was, da haben sich, also die haben sich zusammengetan, haben quasi einen eigenen Staat quasi gegründet, und wollen quasi gegen diesen rechtswidrigen Präsidenten vorgehen, der natürlich versucht, mit aller Macht und auch mit Hilfe des Militärs diese abtrünnigen Abweichler quasi zur Resort oder zum Umdenken zu bewegen. Und warum habe ich gerade gesagt, Staaten, was nicht zusammen war? Also, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, haben sie zum Beispiel Kalifornien und Texas, die ja politisch gesehen, oder war es Kalifornien und Florida? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall zwei Bundesstaaten, die eigentlich von der politischen Ausrichtung ja nicht unterschiedlicher sein können. Das eine ein Bundesstaat, der schon seit langer Zeit sehr demokratisch ist. Also in Amerika gibt es die Demokraten und die Republikaner. Und der andere Bundesstaat, der ja tiefst republikanisch ist. Also das ist wie, als wenn jetzt hier SPD und AfD zusammengehen würden. Also die sich nicht aus, also das heißt, oder die Linken, das ist ja noch krasser, die Linken und die AfD. Und so ist quasi, kann man das auf Amerika übertragen. Also im übertragenen, krassen Sinne. Und wie gesagt, wenn sich dann quasi schon solche Staaten zusammentun, um quasi gegen einen Präsidenten aufzubegehren, der einfach gegen die Verfassung ist, es zeigt natürlich aber auch oder soll auch ein bisschen zeigen, okay, die Staaten sind vielleicht in ihrer politischen Haltung nicht einer Meinung, aber sie respektieren oder haben halt beide diese amerikanische Verfassung, die ja auch als älteste Demokratie der Welt gilt, wollen halt trotzdem diese Verfassung halt noch wahren und achten. Und wie gesagt, da merkt man halt schon, dass sich der Alex Garland, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat, dass sich der durchaus Gedanken gemacht hat, was er in seinem Film erzählen will und dass jetzt nicht einfach nur so ein plumpe, ja, Bürgerkrieg, einfach die einen gegen die anderen, so wie quasi damals die Nordstaatler gegen die Südstaatler, sondern dass er schon auch versucht hat, da auch tiefsinniger zu sein und auch ja, zu zeigen, dass wenn man auf der einen oder anderen Seite ist, dass man trotzdem das Grundgesetz oder halt einfach die Verfassung als noch das Wichtigste ansieht. Und man hat halt, wie gesagt, dann auch noch diese Kriegsjournalisten, die da quasi einmal quer durchs Land fahren, um ein Interview mit dem Präsidenten zu bekommen, weil durchaus, ja, es Hinweise oder deutliche Hinweise gibt, dass die dass er ermordet werden soll und jetzt wollen die quasi halt so als exklusive Interview nochmal haben, bevor das quasi dieses Land komplett im Chaos versinkt. Und dementsprechend fahren sie einmal quer durch Amerika und erleben da auch dann also die skurrilsten Sachen und man merkt auch, ja, so dass der Hintergedanke ist, dass dieses große Land zwar eine Regierung hat in Washington, aber dass im Land selber quasi egal in welchem Bundesstaat du bist, nochmal eigene Gesetze gelten und in quasi jeder gegen jeden und oder dass gewisse Personen oder Gruppen ja einfach so ihren eigenen Krieg quasi führen oder da ist zum Beispiel so ein Städtchen, ganz skurrile Szene, ich möchte jetzt nicht zu so viel spoilern, die da mit dieser Situation, was da im Land herrscht, komplett verrückt umgeht. Also man sieht man auch schon, dass Amerika einfach so ein diverses Land ist mit so vielen, ja, Möglichkeiten. Also es heißt ja auch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber hier wird es quasi in Richtung gezogen, wo man wirklich sich denkt, what the fuck, was geht hier ab? Und ist das ein Szenario, was realistisch ist? Und ich würde sagen, so hart wie es klingt, ja, es ist realistisch, wenn es in Amerika mal wirklich so weit kommt. Und wie gesagt, es ist nicht aus der Welt. Ich sag, ist meine persönliche Meinung, dass, wie gesagt, dass Amerika in so ein Chaos versinken wird, weil, wie gesagt, jetzt ist er für 4 Jahre Präsident. Es heißt, in 4 Jahren müsste er abdanken. Keiner weiß, was in 4 Jahren ist. Und es ist ihm Trump zuzutrauen, dass er in seiner Selbstüberschätzung halt dann sagt, ja, scheiß auf die Verfassung, ich mache jetzt hier einen auf ewigen Präsidenten. Und
Wie gesagt, vor diesem Hintergrund ist dieser Film einfach, gewisser vielleicht. Ich hoffe natürlich nicht, dass es ein Vorbote ist für eine Zukunft, die keiner will. Also ich will sie nicht. Aber es lotet zumindest die Möglichkeiten aus, was uns erwartet. Aber ich schwätze jetzt schon wieder viel zu lang. Wir wollen uns ja das Mediabook angucken und ich probiere heute mal was aus. Wir werden heute die Kamera nicht wechseln, sondern ich versuche euch das Mediabook heute mal aus einem Blickwinkel zu zeigen. Genau. Das ist übrigens die Rückseite, das möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Da haben wir dann einfach so die Hauptfiguren, wie gesagt, den Text, ein paar Bilder. Das ist halt so die typische Aufmachung. Wie immer bin ich gut vorbereitet und habe schon mal die Folie eingeschnitten. Da ist dann übrigens auch das FSK 16 Logo drauf geklebt. Das bedeutet, dass wir ein Mediabook haben, wo kein FSK drauf ist. Genau, und ich sehe schon, also so sieht es dann ausgetütet aus. Und da steht dann nochmal drauf, Alex Garland, für alle, die den nicht kennen oder jetzt nicht in Verbindung mit anderen Filmen. Er hat 28 Days Later gemacht, Ex Machina und Auslöschung. Drei, wie ich finde, sehr gute, starke Filme. Und jetzt mache ich mal hier dezent auf und interessant, was man hier entgegenbekommt. Bevor das ich euch zeige, wir haben auf der Rückseite eine Art Deckblatt. Das, ihr seht schon, das ist hier mit so Klebepunkten fixiert. Ich versuche es mal. Ja, das geht eigentlich ganz gut ab. Ich werde es dann später auch wieder draufkleben fürs Regal. Da haben wir hier ein paar Hubschrauber, amerikanisches Militär, also Militärhubschrauber. Und hier steht dann drauf die Momentaufnahme einer einst undenkbaren Entwicklung. Finde ich auch sehr passend gewählt, den Satz, also ich mache später hin. Und wie gesagt, wenn man hier öffnet, bekommt man hier Postkarten. Leg mal das kurz auf die Seite. Dann kann ich euch schon mal hier diese Postkarten zeigen. Greetings from San Francisco. Also ich würde mal sagen, das San Francisco, das ist absolute touristische Magnet. Dann haben wir hier Welcome to Windy City. Würde ich mal sagen, es ist auch sehr einladend. Könnte, ja, steht dabei, es ist, Chicago im mit brennenden Gebäuden, Überflutung. Dann haben wir ein sehr schönes Bild. Viva Las Vegas. Also sind wir in Nevada dann. In einem zerstörten Las Vegas. Dann haben wir hier City of Angels. Das ist natürlich Los Angeles. Ein Militärboot, das da patrouilliert. Dann haben wir das Sunshine State. Also das ist dann natürlich Miami. Ein schönes Purpur gehüllt mit kaputten Fahrzeugen auf der Straße und natürlich darf New York nicht fehlen mit kompletten Militäreinsatz. Was ich ein bisschen vermisse, ist eine Karte von Washington, weil der Film ja dann am Ende in Washington spielt, im Weißen Haus. Das hätte ich, habe ich, vermisse ich jetzt so ein bisschen, so dieses kaputte Weiße Haus. Aber es ist trotzdem, wie ich tatsächlich finde, eine sehr, sehr interessante Idee auch. Zeugt auch von einer gewissen Kreativität, dass man hier, wie gesagt, so postapokalyptische Postkarten, das sind jetzt zwei, sechs Stück von amerikanischen oder sehr, sehr bekannten amerikanischen Städten macht, in diesem Bürgerkriegsland. Also da schon mal großes Lob, dass man sich da so weit Gedanken gemacht hat, um sowas zu zeigen. Dann haben wir hier vorne die Blu-ray mit dann quasi Booklet. Dann haben wir hinten dann, das ist ja ein 2-Disc Mediabook, haben wir die UHD Blu-ray mit anderem Cover drauf. Richtig. Da ist dann quasi nochmal hier diese Kriegsreporterin.
Und dann schauen wir mal, was uns im Innenteil erwartet. Geht los über den Film. Da wird dann auch noch mal so eine die Inhaltsangabe noch mal gebracht und da geht's hier dann, also wird hier der Inhalt noch mal etwas detaillierter aufgedröselt. Also so sieht es dann aus. Mit Bildern aus dem Film. Quasi hier Zitaten von einem Magazin. Und hier steht zum Beispiel auch Garlands Film setzt auf bodenständig, intime Weise und erschreckend anschaulich die sehr menschlichen Folgen des Verlustes dieser gemeinsamen Vorstellung einer Nation ins Bild. Das ist, ich finde, ein sehr treffender Satz über den Zustand der USA in diesem Film. Dann geht es hier weiter. Als ja, Überschrift fesselnd, apokalyptisch, gnadenlos. Ich glaube, das ist auch so eine Einstellung, die man auch im Trailer sieht. Diesen Highway mit diesen ganzen Autos. Und da, wie gesagt, geht es dann auch ums Drehbuch, was ich beim Überfliegen sehe. Auch eine Verbindung vielleicht zu 28 Days Later, hat man ja auch eine ähnliche Szene mit diesen leeren Straßen. Dann haben wir hier nochmal wieder Bilder und wieder auch Text. Also ich sehe schon, es gibt hier sehr viel zum Lesen. Sogar das ZDF Morgenmagazin schreibt, ein Film, der lange nachklingt und nachhallt. Hier steht packendes und hervorragend gespieltes Drama. Regisseur Alex Garland lässt in den USA einen Bürgerkrieg ausbrechen, nah an der Wirklichkeit. Also auch hier nochmal quasi Figuren. Fotos. Und ja, da wird auch, was ich so sehe, Zitate vom Regisseur. Dann sind wir schon bei der Mitte. Auch ein sehr, wie ich finde, einprägsames Bild. Freiheitsstatue mit, Entschuldigung, einem nicht Wolken, sondern mit rauchverhangenen Himmel. So ein leichtes Orange getaucht. Natürlich die Sonne hier ist ein bisschen XXL. Dann haben wir hier die Darsteller. Also da haben wir zum Beispiel Nick Offerman, ist ja der Präsident. Dann die Kaylee Spaney ist ja noch eine wichtige Figur. Die spielt die Jessie. Das ist so ein junges Mädel, die so fasziniert ist von diesem Thema Fotografie und auch das Finale dann mit ihr ist sehr, sehr krass, wie ich finde. Und zeigt auch, ja, auch so eine gewisse böse Faszination zu dem Thema Fotografie und den passenden Moment auch aufnehmen. Dann haben wir hier ein Interview mit Alex Garland. Also, ich denke mal, jeder, der bei Filmen ein bisschen in der Materie ist, erkennt ihn sofort. Da wird er quasi halt zu dem Film befragt. Es geht dann auch über mehrere Seiten, wie man hier sieht. Und dann haben wir hier Production und Set Design. Da geht es dann quasi um diese, wie in dem Film auch, sehr, sehr wichtigen Aspekte. Auch ein ganz nettes, der Schütze hier mit seinen bunten Fingernägeln. Es zeigt auch so ein bisschen zynisch, was dann im Land los ist. Und dann haben wir hier dieses das Weiße Haus. Hier wird es auch beschrieben, der bislang kontroverseste Film des Jahres. Also Kontroversen hast du auf jeden Fall. Dann haben wir hier so Behind-the-Scenes-Szenen auch vom Set. Und auch hier geht es immer noch um die Production und um Set-Design. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Ich schaue bloß gerade, ob hier auch kurz erwähnt ist, wer für den Text verantwortlich ist. Ich muss nochmal auf die erste Seite blättern, aber ich kann leider nicht erkennen den Autor, damit ich ihn würdigen kann für seine Arbeit. Nee, tatsächlich steht hier nichts über den Autor dabei oder über die Autorin. Kann ja auch sein, dass mehrere waren. Ich schaue noch mal kurz hier auf dem. Jetzt habe ich natürlich wieder ganz intelligent gemacht, so hingelegt, dass jetzt hier die Folie mit dran klebt. So.
Schauen wir mal, ob hier noch was steht. Tatsächlich nicht. Nope. Also kann ich leider nicht den Autor würdigen, dieses Innenlebens hier. Aber eines kann ich definitiv sagen, so die Gestaltung dieses Mediabooks, man merkt schon anhand der Farbwahl, es ist düster, hat eine gewisse, verströmt eine gewisse Atmosphäre auch. Also es ist halt, wie gesagt, immer viel schwarzer Hintergrund. Und wie gesagt, auch die Bilder hier, das ist alles sehr düster, wenig einladend. Und wie gesagt, hier auch dieses letzte Bild ist auch nochmal so sehr symbolisch für diesen Film. Diese Kriegsreporterin mit ihrem durchaus leeren und entsetzten Blick, wie ich finde. Und auch, wie gesagt, dieses Bild hier finde ich sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, diese Freiheitsstatue mit dem Flugzeugträger da, der in New York quasi jetzt ist, und dann diese Hubschrauber. Also da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und wie gesagt, allein schon wegen den Postkarten hier. Hoppala. Also wie euch schon am Anfang gezeigt. Also muss ich sagen, ein sehr auch qualitativ, wie immer mein Qualitätstest, ein sehr wertiges Mediabook. Das ist auch, habe ich gar nicht euch gezeigt, Klammer gebunden hier mit drei Klammern. Also nichts, was nur geklebt ist, sondern ist richtig getackert. Und auch, wie gesagt, so die Gestaltung hier, wie gesagt, hier diese Fackel der Freiheitsstatue, wo oben die Soldaten hier im Gewehr sind mit Sandsäcken, glaube ich, ist schon sehr, sehr ein sehr prägendes Bild, weil die Freiheitsstatue gilt ja auch als eines der großen Symbole oder ja, Gebäude in den USA. Und wie gesagt, damit Militär in Verbindung, was ja eigentlich auch im Widerspruch ist, weil das ist ja, wie der Name schon sagt, geht es ja um die Freiheit. Und dann, wie gesagt, hast du dann Militär. Ist es, wie der Film auch selber, ein, ich sage jetzt mal, düsteres Mediabook, aber ein sehr gelungenes Mediabook. Und wie gesagt, falls ihr den Film noch nicht kennt, unbedingt mal reingucken. Natürlich muss man sich auch darauf einlassen. Also wenn man jetzt von der zart beseiteten Region, Entschuldigung, kommt, dann glaube ich, ist es ein Film, den man nicht durchhält bis zum Ende. Aber rein, wenn man, also wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe mir das mal und ich ja, möchte jetzt einfach auch mal hier ja, sowas sehen, so etwas Postapokalyptisches, dann ist man hier gut aufgehoben. Der Film ist übrigens von A24, das ist ja auch eines der ganz, ganz guten Filmstudios in den USA, die sich jetzt auch, muss man fairerweise dazu sagen, war ja so ein Indie-Studio, die aber jetzt mittlerweile so bekannt und groß sind, dass sie auch Produktionen stemmen, die relativ viel Geld kosten und Civil War ist jetzt auch in der Geschichte von A24 bis jetzt der teuerste Film gewesen. Was hatte der Budget? Ich glaube, so um die 30, 40 Millionen Dollar hat sich A24 diesen Film kosten lassen. Zuvor waren die ja so budgettechnisch im Bereich, sag jetzt mal, 5 bis 10 Millionen so Maximum unterwegs. Und jetzt, wie gesagt, hier hat Alex Garland bis jetzt das höchste Budget der Firmengeschichte bekommen. Der Film selber hat an den Kinokassen, ich sage jetzt mal, er hat jetzt nicht natürlich überperformt, sodass er jetzt irgendwie 500 Millionen Dollar eingespielt hat, aber der Film hat, glaube ich, 120, 130 Millionen eingespielt, also ist definitiv kein Verlustgeschäft. Zeigt natürlich auch, wenn das Risiko, was A24 hier eingegangen ist, sich auch ausgezahlt hat. Und es ist auch wichtig, dass es solche Filme gibt, weil das Leben ist halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und die geschönte Welt von Disney, sondern man muss auch mal an der Realität bleiben oder bei der Realität bleiben. Und die ist halt leider nicht immer rosig. Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch heute trotz des durchaus kontroversen und ja, nicht so schönen Themas ein Mediabook zeigen, das sich definitiv lohnt.
und vielleicht auch einen Film euch nochmal ins Gedächtnis rufen, der jetzt, wie gesagt, im Anbetracht der aktuellen Ereignisse in den USA vielleicht auch mal einen Blick wert sein sollte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.